Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und nein, heute geht es nicht um Fußball. Es geht natürlich wieder um Elektromobilität. Ich bin hier im Stadion und nicht in irgendeinem Stadion. Nein, ich bin hier in Amsterdam im Johan Cruyff Stadion oder Johan Cruyff Arena heißt es genauer gesagt. Ja, was hat dieses Stadion mit Elektromobilität zu tun? Darum geht es heute in diesem Video. Es wird mega spannend. Und es gibt auch noch Neuigkeiten in puncto Netzstabilität. Da gibt es nämlich eine neue Regelung, ein neues Gesetz. Ich sage nur Paragraph 14a. Falls ihr davon noch nichts gehört habt, auch darum geht es in diesem Video. Und ich bin hier mit Markus Fendt von The Mobility House. Er ist dort Geschäftsführer. Und worum es hier in diesem Video geht, ja, ich sage euch, das wird euch die Schuhe ausziehen. Also unbedingt dranbleiben. Ich sitze hier mit Markus Fendt, Geschäftsführer von The Mobility House, an einem ganz besonderen Ort, nämlich in der Ajax Amsterdam Arena oder Johan Cruyff Arena, wie sie heißt. Und Markus, wir sind hier aus einem ganz besonderen Grund. Wir haben uns ja zuletzt gesehen in Elverdingsen, das war ja in diesem Steinkohlekraftwerk. Und da hast du mir euer, was war das, Primär-Regelenergie-Kraftwerk gezeigt mit über fast 1400 E-Auto-Batterien als Speicher. Und jetzt sind wir hier in der Amsterdam Arena. Und erzähl mal, was habt ihr hier am Start? Die Emotionen sind hier ein bisschen anders. Ja, das sowieso. Also es sieht irgendwie viel geiler aus als das Kraftwerk. Das Kraftwerk war mehr was für... Aber wir sind jetzt nicht wegen Fußball hier leider. Genau, die spielen auch erst morgen. Nein, das war mehr was für Ingenieure. Jetzt sind wir hier wirklich in der breiten Masse angekommen. Ja, was haben wir hier am Start? Wir haben auch wieder Batterien am Start. Und zwar wieder Second Life Batterien in der Mischung mit First Life Batterien. Wieder zum Lernen für den Automobilhersteller. Diesmal sind es Nissan Batterien. 148. Diese 148 Batterien ist 3 Megawatt, reichen aus, um die Arena für 1,5 Stunden komplett mit Strom zu versorgen, quasi im Notfall, und dafür ist der Speicher gebaut, springen die Batterien ein und betreiben dieses Fußballstadion komplett durch. Früher gab es ein Notstromaggregat. So, der Dieselgenerator, der typische? Genau, wo ich ja jetzt noch dauernd warten muss, Öl nachfüllen und hoffen, dass er dann geht, wenn er mal gebraucht wird. Den gibt es auch noch, ganz wegtun durfte die Arena den für die UEFA und für die Sicherheitsbehörden nicht. Aber der Dieselgenerator hat mal gerade 700 kW produziert, also nur noch Notstromlicht, Notaufzüge, Feuerwehr, Pumpen. 3 Megawatt können sich die Leute sogar noch bitter ballen, was hier in Holland ganz groß ankommt, in der Fritteuse machen lassen. Das heißt Elverdingsen. Was habe ich gesagt? Also wenn du darüber ein Bashing bekommst. Ja, genau. Wenn das die Elverlingser werden sich beschweren. Das ist total cool, weil wir dann gleich sehen. Weißt du überhaupt, bevor wir jetzt weitermachen, was die am meisten wiederholte Szene in dem Video ist? Nein. Ich habe das gestern zufällig gesehen. Stimmt, in der Timeline. Ne? Die am meisten wiederholte Szene ist die Szene mit diesem Truck da. Dieser Diesel, der vorbeifuhr. Dieser LKW. Doch. Wo wir dann uns echauffiert haben, dass er so stinkt und wie laut er war. Das haben die Leute sich am meisten wiederholt. Okay. Diese Szene. Und ich habe auch ganz viele Kommentare bekommen, dass das toll war, dass ich das drin gelassen habe. Ach so. Weil das wirkt so authentisch, dass man das mitkriegt, dass nebenbei auch noch was läuft und wir nicht so statisch. Kann ich dir jetzt hier nicht bieten. Also schön wäre, wenn jetzt hier gleichzeitig ein Tor fällt. Ne? Stimmt. Aber gut. Ja. Das heißt, Notstromversorgung während des Spiels oder während Konzerten, aber nicht nur das. Das ist ja nicht jeden Tag ein Spiel. Das Kraftwerk läuft ja rund um die Uhr, oder? Genau. Und da kommt jetzt unser Ansinnen und unsere Technologie zum Einsatz. Wir sagen, ein Speicher ist wie ein Schweizer Taschenmesser. Der kann viel mehr wie nur ein Produkt. Hier ist es ultimativ und dafür wurde er gebaut, die Notstromversorgung. Aber morgen ist ein Spiel, das ist um 22 Uhr vorbei. Ja, dann geben wir den Speicher bis zum nächsten Spiel entweder in die Primärregelenergie oder in den Imbalance-Markt, wo man auch immer mit dieser Batterie am meisten Geld verdient. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich der erste Notstromgenerator, der sich innerhalb von 8 Jahren amortisiert und dann Geld bringt. Also Geld verdienen mit Notstrom. Und ihr stabilisiert dann auch irgendwie Lastspitzen hier aus dem Netz in Amsterdam wahrscheinlich? Oder? Ja, im Wesentlichen machen wir Primärregelenergie. Ja. Am Wochenende nehmen wir auch noch den Überschussstrom aus der PV-Anlage. Unter der Woche geht der hier unter in dem Verbrauch der Arena. Und wir haben hier auch noch jede Menge Ladepunkte. Da machen wir Peak-Shaving mit der Batterie.
Und nur um das nochmal so ein bisschen, 148 Batterien jetzt da so real eingebaut. Wir haben hier unter uns 2000 Parkplätze. Stell dir mal vor, davon würden einfach ja, nur ein Bruchteil davon während eines Stadionsbesuchs ihr Auto einstecken. Wir könnten auch die Notstromversorgung aus den Autos machen. Stichwort Vehicle to Grid, da kommen wir gleich noch drauf. Und damit mit 2000 Parkplätzen für E-Autos, das wäre ja quasi fast schon das Kraftwerk in Elverlingsen von der Größenordnung, absolut, die man da zur Verfügung stellen könnte, und zwar mit rollenden Speichern. Aber dazu kommen wir gleich noch. Mobility House. Ich habe letztens eine Schlagzeile gelesen, die hat mich so ein bisschen umgehauen. Und zwar ging es um Herbert Diess, den kennt ihr vielleicht noch, ehemaliger VW-Vorstand. Der ist jetzt bei euch mit an Bord. Mhm. Wie kam es denn dazu und was macht er bei euch dann? Herbert Diess ist bei uns Vorsitzender des Verwaltungsrats, also auch Aufsichtsratsvorsitzender kann man das nennen. Ja. Macht mit, weil er die Vision des Elektroauto nicht nur zum Fahren, sondern auch als Teil des Energiesystems zu verwenden, ja schon bei VW verfolgt hat. Wer sich noch an die Power Days, hast du sicherlich darüber berichtet, erinnert. Ich glaube, 2021 war das im Frühjahr. Und dann hat er gesagt, ich will einen Beitrag leisten. Und wo kann ich einen Beitrag leisten? Und dann hat er gesagt, Mobility House ist da führend und denen helfe ich, da jetzt durchzustarten. Plus, wer das mitbekommen hat, er kümmert sich ja auch sehr darum, Solar nach Europa wieder zu bekommen. Mhm. Dass wir hier auch bei uns jetzt nicht alles, aber möglichst viel auch selber produzieren oder einiges selber produzieren, um resilient zu bekommen, weil jeder PV-Anlagenbesitzer weiß das, er lädt sein Auto ja fast umsonst. Wir sprechen davon 5 Cent die Kilowattstunde von einem PV-Solardach. Das heißt 1 Euro für 100 Kilometer. Und da wäre schon gut, wenn wir einen Teil dieser Wertschöpfungskette auch in Europa haben, um resilienter zu sein. Mhm. Und das passt ziemlich gut, die Automotive-Erfahrung, seine Energieambitionen und genau dazwischen steckt Mobility House. Und da freuen wir uns sehr, dass wir da so ein Motivator, Unterstützer, aber auch Challenger haben, das jetzt richtig groß zu machen. Ja, das glaube ich. Das bringt euch bestimmt total nach vorne. Absolut. Aber jetzt gucken wir uns mal den Speicher an. Es wird hier nämlich langsam ein bisschen frisch und das wird spannend, das garantiere ich euch. Markus, was sehen wir denn hier? Wir haben ja auch wieder ganz viele Akkus. Was ist das hier und wozu dient das? Ja, immer wenn wir uns treffen, geht es um Akkus. Ja, und es ist furchtbar laut. Ja, das liegt daran, dass wir hier gerade Vollpower ins Netz einspeisen und die Frequenz in den Niederlanden stabil halten. Weil das hier grün ist, siehst du, dass wir einspeisen. Und wenn es blau wird nachher, vielleicht passiert es gleich noch, dann nehmen wir aus dem Netz, um die Frequenz zu halten. Das heißt, diese Akkus sind nicht nur für das Stadion, sie sind auch für das gesamte niederländische Netz. Sie sind ursprünglich für das Stadion gebaut, also oder designt, und zwar als Notstromaggregat statt einem Dieselaggregat. Und viel leistungsfähiger wie das Dieselaggregat. Also wir können hier 1,5 Stunden das Spiel komplett unterstützen. Und da ein Spiel aber, so wie morgen, nur einmal in der Woche stattfindet, vielleicht maximal zweimal, tun wir in der Zwischenzeit die Batterien am Energiemarkt vermarkten, um als sogenannter Notstromaggregat auch noch Geld damit zu verdienen. Ja, das ist ja super. Was haben wir denn hier überhaupt für Batterien? Wie viel sind es und wo kommen die her? Also du siehst hier, musst du dir eigentlich vorstellen, dass das 148 Nissan Leaf Batterien sind. Ja. Die sind jeweils 8 in einem so einem 19 Zoll Rack eingebaut, nur als Module. Das heißt, die wurden aus dem Auto die Batterie genommen, die Module rausgenommen, dann getestet und hier wieder eingebaut. Die Hälfte ungefähr ist neu, die andere Hälfte ist gebraucht, auch einfach um Nissan will da lernen, wie die Batterien altern. Und was auch nochmal ganz wichtig ist, hier, du siehst hier, die sind komplett sicher. Wenn was passieren sollte, dann brennt maximal so ein Modul ab, alles andere bleibt erhalten. Also es ist halt auch komplett sicher, weil in so einem Stadion kannst du dir vorstellen, da darf natürlich nichts passieren. Aber das sieht ganz anders aus wie in Elverlingsen, wo wir waren. Also die ganzen Rauchabzüge und so, diese ganze Verpackung ist hier ganz anders. Richtig, guter Punkt. Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man so eine Batterie verwenden kann. Du kannst sie einfach so nehmen, wie sie in Elverlingsen gesehen haben, in dem Container. Ja. Du kannst aber auch nur die Packs nehmen. Und hier sind nur die Packs drin. Man muss aber sagen, es hat sich herausgestellt, dass
die Batterien nochmal auseinanderzunehmen und diese Packs später zu verwenden, sind die Kosten zu hoch. Du musst Batterien ganz verwenden. Ja, das heißt, ihr habt diese Nissan Leaf-Akkus demontiert sozusagen. Das haben nicht wir gemacht, das hat also, die Firma Eaton gemacht, ja, zusammen mit Nissan, ja, und auch nochmal durchgetestet. Das war einfach mal ein Test, kann man sowas in der Serienproduktion machen, um dann irgendeinen Kunden so eine Racks anzubieten und die, ja, kannst du ja überall hinbauen. Also du siehst, wie klein, ja, es ist, das sind Standard-Computer-Racks. Das könnte man sogar als Heimspeicher benutzen, genau, so ein Rack. Wie viel Leistung hat das gesamte System? Das Ganze sind mit 148 Batterien ein 3 Megawatt und auch ein 3 Megawatt-Stunden-System. Das heißt, wir können eine Stunde lang 3 Megawatt komplett entladen. Ja. Aber anders als in Elverlinsen habt ihr hier oben auf dem Stadion ja auch eine Photovoltaikanlage. Richtig. Und die hat auch, glaube ich, 1 Megawatt, oder? Das Interessante an dem Setup ist, dass wir gesagt haben, jetzt machen wir es mal komplett. Ja. Also wir haben Backup-Power. Dann haben wir gesagt, naja, in der Zwischenzeit machen wir Primär-Regelenergie. Der nächste Schritt, den wir gerade ab Mai machen, ist, dass wir auch in den Imbalance-Markt gehen in Holland. Das ist sowas wie Intraday-Handel, sehr kurzfristig, also je nachdem, welcher Markt mehr Geld bringt. Dann haben wir am Wochenende PV-Überschuss. Unter der Woche wird der von der Arena aufgesaugt, weil es nicht so viel ist. Am Wochenende haben wir Überschuss, laden wir mit der PV-Anlage. Wir haben hier ca. 60 Ladepunkte, die auch nochmal Spitzen erzeugen in der Früh. Dann machen wir damit Peak Shaving. Also es ist so ein richtiger Multi-Use-Speicher, wo wir mit unserer Software-Technologien die ganzen Input-Ströme und Output-Ströme optimieren, um die Amortisation dieses Speichers zu maximieren. Ja, Wahnsinn. Apropos Amortisation. Das Ganze ist ja wahrscheinlich irgendwie gefördert worden mal. Nee. Oder ist nicht gefördert, nein, worden. Selbst finanziert. Ja. Und rechnet sich das jetzt? Verdient das Geld? Ja. Also letztes Jahr hat, wenn man das jetzt umrechnet in Batterien, also das sind so 50 Kilowattstunden Nissan Leaf Batterien, jede Batterie 1200 Euro am Energiemarkt verdient. Also mal 148 dann. Genau. Und in 8 Jahren, wir hatten ihn eigentlich auf 10 Jahre gerechnet, ja, wenn jetzt let's cross the fingers, nichts Katastrophales passiert, sind wir sogar in 8 Jahren, haben wir den Speicher abbezahlt. Und, ja, danach, der hat ja kaum OPEX, also du musst ja hier nichts machen, also da musst du kein Öl nachgießen. Kaum gewartet, genau, wartungsfrei. Ja, da drüben musst du die Filtermatten tauschen, das, ja, war's. Okay. Also das heißt, danach verdient der Dieselgenerator-Ersatz quasi für die Arena Geld. Aber die Generatoren stehen noch oder sind die abgebaut? Die stehen noch. Als Backup fürs Backup? Nein, das durfte man nicht abbauen. Man muss auch sagen, die UEFA hat sich das sehr, sehr genau angeschaut, weil es sind ja schon sehr hohe Sicherheitsanforderungen auch. Und hat es aber freigegeben. Und wir hatten schon ganz viele Stadien aus aller Welt hier. Aber wie so häufig, die Leute erkennen nicht, dass es manchmal Sinn ergibt, am Anfang mehr zu investieren, um später zu sparen. Und da haben wir schon ganz gleich die Relation zum Elektroauto. Ja, das Elektroauto ist am Anfang ein bisschen teurer, aber im Unterhalt unendlich günstig. Genau, und ihr seht auch, dass wenn die Akkus mal kaputt sein sollten, wo sie dann landen könnten, nämlich in solchen sinnvollen Speicherkraftwerken. Super, jetzt genau, Gehen wir mal wieder raus, weil es zu laut hier. Markus, Vehicle to Grid war ja so ein bisschen auch das Stichwort. Stichwort auch Netzstabilisierung und Vehicle to Grid ist ja so ein bisschen auch so das Steckenpferd von The Mobility House. Absolut. Erzähl mal, was habt ihr da eigentlich genau vor oder was bietet ihr jetzt dazu schon an? Also du siehst fast so ein bisschen eine Entwicklung. Wir probieren Vehicle-to-Grid gerade mit stationären Autobatterien aus. Warum? Weil wir müssen natürlich lernen, wie wir die im Energiemarkt vermarkten, wie wir den größten Wert für diese Batterien rausholen, wie die Alterung minimiert wird, wie wir mit sehr wenig Zyklen, also wir fahren so 30 bis 60 Zyklen pro Jahr da nur drauf, die gibt jeder Automobilhersteller locker frei, zurechtkommen. Und jetzt haben wir gerade einen unidirektionalen Tarif gelauncht, können wir gleich noch mal kurz drüber reden. Und der nächste Schritt ist, das Ganze dann bidirektional zu machen. Von daher ist es für uns so eine Entwicklung, Technologie, mehr oder weniger Haken dran, jetzt unidirektional vor dem Kunden, mit dem Kunden lernen, ganz viel Feedback einsammeln und dann bidirektional vor dem Kunden zu werden. Genau. Und das werden wir mit Renault Ende des Jahres mit dem R5 dann realisieren. Genau, es werden ja immer mehr Hersteller, also momentan sind es VW und Renault, die wollen die nächsten Autos, die sie rausbringen, mit Vehicle-to-Grid ausstatten. Das heißt, also es ist nicht Vehicle-to-Load, das kennen wir ja. Da kannst du ja einen Stecker an den Typ-2-Stecker des Autos stecken oder hast sogar eine 220-Volt-Steckdose im Auto und kannst dann Strom ein bisschen abzapfen für den Grill oder den Fernseher oder das Haus, wie auch immer ihr das macht.
Aber Vehicle to Grid ist ja ein ganz anderer Ansatz. Da soll ja das Auto aktiv quasi am Netz teilnehmen, durch Laden und Entladen, also auch Strom zurück wieder in das Netz einspeisen. Auch um die Netze zu stabilisieren. Das beginnt damit, dass ich erstmal maximal erneuerbaren Strom lade. Das geht schon ganz gut in Deutschland, weil wir haben schon 60% in der Elektrifizierung. Dann als nächstes muss ich natürlich schauen, wo kann ich denn jemandem helfen, der gerade ein Problem hat im Netz. Das kann einmal ein Kraftwerk sein oder ein Energieversorger oder irgendjemand, der irgendwie eine Abweichung hat in seiner Planung. Das kann aber auch ein Übertragungsnetzbetreiber sein, der im großen Netz ein Problem hat, Frequenzstabilisierung. Oder das kann ein Verteilnetzbetreiber sein, der sagt, du, in meinem Strang, wenn du da jetzt gerade nicht lädst, das wäre total super. Und wenn du dich erinnerst, mit IONT waren wir ja bei 250 Euro Einsparung mit den ersten Teilen, die ich gerade beschrieben habe. Wir können jetzt, weil es gerade zum 1.1. eine Gesetzesänderung gab, da komme ich noch gleich drauf, noch mal was drauflegen. Ja. IONT haben wir ja beim letzten Video auch erwähnt. Das ist ja sozusagen das Produkt von euch, das neue, was im Oktober, glaube ich, oder im Dezember war es. Nee, wann war es? Oktober letzten Mitte Oktober, Jahres, ja. Gelauncht ist, wo ihr quasi mit eurem Auto quasi aktiv auch am Markt teilnehmen könnt, weil ihr die zur Verfügung gestellte Kapazität vermarktet. Vielleicht kannst du darüber gleich noch ein bisschen was erzählen. Und was du gerade ansprechen wolltest, war ja diese Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes, Paragraph 14a. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ihr solltet es vielleicht kennen. Aber erzähl mal, was hat es damit auf sich? Denn das ändert ja sehr viel. Ja, also der 14a ist ja ein lange diskutierter Begriff für Elektromobilisten, haben den sicherlich schon mal gehört. Also es ist erstaunlich, wie plötzlich so ein Paragraph dann in der Szene bekannt ist. Den gibt es schon immer. Und zwar betraf der hauptsächlich Fabriken, Kühlhäuser oder so, die sich abschalten haben lassen, wenn ein Netzbetreiber Probleme hat. Jetzt stellen die Netzbetreiber fest, das wird in Zukunft mehr werden und haben den 14a so ausgestaltet, dass auch kleine Einheiten, sei es ein Elektroauto, eine Wärmepumpe oder ein Batteriespeicher, abgeschalten werden kann. Also das geht ja quasi alles, was über 4,2 Kilowatt Leistung hat, soll abschaltbar sein. Genau. Oder eigentlich, sorry, wir müssen das konkretisieren. Früher war es abschaltbar, jetzt heißt es dimmbar. Dimmbar, ja. Also weil es wird maximal auf die 4,2 kW runterreguliert. Das ist nicht so, dass die Wohnung kalt wird, das Auto nicht mehr geladen werden kann. Sondern es geht darum, dass man dem Verteilnetzbetreiber hilft. Also der unterliegt auch sehr strengen Auflagen. Beispiel, wenn ihr jetzt eine 11 kW Wallbox habt, ja, ihr ladet mit 11 kW normalerweise und die wird dann, weil irgendwie gerade Netzprobleme herrschen, gedimmt, dann wird die maximal auf 4,2 runtergedimmt. Richtig. Das heißt, das Auto lädt dann nur noch mit ein Drittel der Ladeleistung knapp, wird aber auch über Nacht theoretisch ja, voll vielleicht nicht, hängt vom Akku ab, aber es wird weiter geladen. Ja, also in 10 also Stunden wird nicht abgeschaltet, sagen wir so. Genau. Ja. Und es muss sich auch wirklich keiner Sorgen machen, dass das irgendeinen unmittelbaren Einfluss hat. Erstmal gibt es so gut wie keinen Netzbetreiber, der heute schon schalten kann. Ja. Es geht mehr darum, dass man ein Signal sendet. Also erstens für die Netzbetreiber, sie haben eine Notfallmöglichkeit. Aber insbesondere auch für den Kunden. Schau mal her, wenn du dich netzdienlich verhältst, und das müssen wir ja lernen, wir sind es ja gar nicht gewohnt. Wir zahlen 30 Cent pro Kilowattstunde, alles andere war uns wurscht. Ja. Wir müssen jetzt lernen, dass Energie dynamisch ist, vom Preis her, dass auch das Netz dynamisch sein muss mit erneuerbaren Energien. Von daher ist bis Oktober diesen Jahres so ein Technologiefindungsprozess, wo man festlegen will, wie wird das funktionieren. Und dann kommt zu dem Smart Meter noch eine Steuerbox. Und diese Steuerbox wird dann diese Geräte ansteuern. Okay, das gilt aber nur für neu installierte Geräte, die über 4,2 kW Leistung haben. Für die auf jeden Fall mal verpflichtend. Für die verpflichtend, das heißt, die müssen auch angemeldet werden. Genau. Auch jetzt schon. Jetzt schon. Beim Netzbetreiber. Mhm. Und ich kann aber auch, wenn ich Bestandsgerät habe, da muss ich nichts machen, oder? Muss ich da rückwirkend auch noch was machen? Oder kann ich die freiwillig anmelden? Ich kann, und das bieten wir unseren Kunden natürlich an, also warum nicht 160 Euro im Jahr sparen dafür, dass nichts, keine Einschränkung passiert? Wieso spare ich denn 160 Euro im Jahr? Weil mir der Netzbetreiber mir das zahlt. Also wenn du das anmeldest und der Netzbetreiber dann irgendwann die Möglichkeit hat, das zu dimmen, genau, dann bekommst du dafür Geld. Die bekommst du pauschal. Es gibt da verschiedene Module. Bleiben wir mal bei dem einfachsten Modul. Du kriegst einfach pauschal im deutschen Durchschnitt 160 Euro.
Also das heißt, die Netzgebühr wird gesenkt, genau, sozusagen, weil du ja das Netz nicht 100% nutzen kannst, weil es möglicherweise ja gedimmt wird. Genau. Da hast du sozusagen den Ausgleich. Mhm. Ja, 160 Euro im Jahr sparen. Und das Problem ist jetzt, für nichts, ja, also dafür, dass du vielleicht mal länger lädst. Ne? Irgendwann in 2028, keine Ahnung. Die Frage ist jetzt, wie spare ich das denn? Also ihr habt ja jetzt mit Ion dieses Produkt, wo ihr sowieso schon die Batterie, die Kapazität im Netz mit anbietet und vermarktet. Das heißt, kann ich mit eurem Produkt das auch sofort machen? Wir bieten die Flexibilität an. Also der Kunde sagt uns, bis wann will er vollgeladen sein oder einen bestimmten, genau, State of Charge haben. Und je mehr Flexibilität wir haben zum Laden, umso mehr grüne und günstige Viertelstunden können wir uns raussuchen. Plus können wir kontinuierlich anderen anbieten, hey, ich hätte da was, ich könnte laden, wenn du jetzt mir mehr zahlst, wie gerade der Day-Ahead-Markt zahlt. Und das optimieren wir. Und darauf kommen jetzt noch die 160 Euro vom Netzbetreiber, dass wir jetzt in Summe sind wir mal bei mindestens 400 Euro. Wow, also das heißt, die bekomme ich dann direkt von Ion zurück oder vom Netzbetreiber? Die bekommst du über uns zurück. Wir gehen zum Netzbetreiber und sagen, hier, schau her, die Ladestation ist angemeldet. Und dann, das ist noch nicht ganz klar, manche Netzbetreiber wollen es monatlich auszahlen, manche jährlich. Also man muss sagen, das Gesetz ist am 8.12., glaube ich, verabschiedet worden. Die Netzbetreiber wussten es ein paar Wochen davor. Und das beginnt gerade erst. Mhm. Und wenn du dich erinnerst, wir wären ja mit dem Rollout mit dem Smart Meter Gesetz bis 2028 alles ausgerollt haben, dann wird unser Netz digital sein und dann wird es auch dynamische Netzentgelte geben. Dann wird es den Paragraph 14 so mit 160 nicht mehr geben, sondern wird der Netzbetreiber sehr genau sagen, heute von 7 bis 10 oder Kalifornien nehme ich einfach mal, 4 bis 10 ist doppelt so teuer, wie wenn du danach lädst. Das bedeutet also, mit eurem Produkt Iont wäre das alles in einem Paket enthalten. Ich muss mich erstmal um nichts kümmern. Kann ich das denn irgendwie schon mal ausprobieren? Was muss ich dafür machen? Ich glaube, man konnte es sogar testen, ohne Kunde zu sein. Habe ich recht? Genau. Also erstens kannst du einfach mal dir die App runterladen, dein Auto verbinden. Sind so circa 60% der Autos, geht das schon. Also leider alte Zoe, so dann ist dann lief's nicht. Und einfach mal schauen, wenn du immer einsteckst und sagst, wann soll das Auto voll sein, wie viel bei dir da am Ende vom Monat rauskommt. Das zeigen wir dir an. Und dann kannst du es umrechnen. Also das sind 10 Cent pro Flexcoin, nennen wir das, sodass du am Ende vom Jahr so für den deutschen Durchschnittsfahrer bei 250 Euro landest. Okay. Wenn du jetzt nur einen Zweitwagen hast, wie der Kollege, der gerade ganz happy war, dass er die 50er-Marke gerissen hat, dann kann es natürlich auch mehr sein. Okay, das heißt, ich muss noch gar kein Kunde sein. Ich kann erstmal die App runterladen und das ausprobieren, so tun als ob. Ja? Ja. Wenn ich dann sehe, okay, wenn ich jetzt laden würde oder wenn ich meine Kapazität übers Wochenende zur Verfügung stelle, dann bekomme ich so und so viel Geld im Monat raus. Und wenn ich dann sehe, das lohnt sich für mich, dann kann ich den Vertrag abschließen und bin bei euch drin und habe dann auch den Vorteil der Rückerstattung dieser Netzentgelte. Genau. Wir erstatten dir einmal im Monat sowohl die Flexibilität, die du uns zur Verfügung stellst, weil du kriegst ja einen fixen Tarif mit 28 Cent. Mhm. Und jede smart geladene Kilowattstunde kriegst du 10 Cent günstiger. Ja. Die zahlen wir dir einmal im Monat aus. Und je nachdem, wie der Netzbetreiber die Paragraph 14 160 Euro auszahlt, einmal im Monat oder quartalsweise oder im Jahr, kriegst du das auch noch dazu. Und ich habe letztes Mal gelernt, die PV-Erzeugung, die man privat hat, wird da auch mit berücksichtigt. Ganz wichtig, natürlich. Die günstigste Kilowattstunde, die du haben kannst, kommt vom eigenen Dach. Mhm. Und hast du einfach, wenn du eine PV-Anlage hast, drückst du einen Knopf. Brauchst auch nicht ein spezielles, eine Box nochmal installieren oder ein spezielles System oder Interfaces oder Protokolle, sondern wir nehmen einfach die PV-Einspeisung deiner Region und laden das Auto entsprechend. Also gar keine extra Hardware, ich brauche nur das entsprechende Auto, was ihr steuern könnt und die App und das war's. Genau. Ja, mega. Also Leute, ihr habt gesehen, es gibt viele Veränderungen in der Zukunft und auch in puncto Netze und Stabilität wird sich einiges tun. Eure Wallbox, euer Elektroauto wird möglicherweise in Zukunft Teil des großen Stromnetzes sein und ihr werdet hoffentlich auch irgendwann alle davon profitieren. Mit Ion könnt ihr es wahrscheinlich jetzt schon, so wie sich das anhört. Richtig coole Sache, probiert es gerne mal aus. Und ich fand es heute mega spannend, hier zu sein. Und hast du sonst noch irgendwas, was wir vergessen haben zu erwähnen? Nö, ich glaube, wir haben über alles gesprochen. Vielleicht noch, ich habe mich sehr gefreut, bei der Community, wie das ankam, diese realen Beispiele. Es war mir
wenn man das so lange schon macht, gar nicht bewusst. Von daher danke, dass du das so rüberbringst. Und insbesondere an die Community haben wir gesagt, gibt es noch ein Motivations-Willkommens-Startguthaben bei Iont. Also die ersten 100 Kunden kriegen 100 Euro Startguthaben. Wow. Ich würde sagen, Move Electric 1000, 100 mal 100. Von daher bin ich sehr gespannt, was eure Kommentare sind. Aber 100 mal 100 sind 10.000, aber egal. Boah, da hast du mich jetzt aber mathemäßig voll erwischt. Aber ist ja egal. Move Electric 1000 wäre der Code. Das ist völlig überraschend, das wusste ich gar nicht. Danke, Markus. Das haben wir uns jetzt spontan überlegt. Also hat es euch für euch schon gelohnt, das Video zu gucken? Und überhaupt gelohnt? Also gebt mir bitte einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und lasst mir gerne einen Kommentar da, was ihr davon haltet, von dieser ganzen Geschichte. Nicht nur Speicher, auch von dieser Paragraph 14a-Sache mit der Dimmbarkeit von euren Wallboxen. Wie findet ihr das? Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert gerne meinen Kanal. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Video. Dann bleibt gesund bis dahin und macht's gut. Ciao.